wie du die Verbindung zu verstorbenen, geliebten Menschen fortsetzen kannst. Eure Beziehung endet nicht. Früher bedeutete professionell begleitete Trauerarbeit hauptsächlich eines: das Abarbeiten der 5 Phasen der Trauer mit dem Ziel der Akzeptanz. Dieser pragmatische Ansatz ist heute überholt. Gerade spirituell geerdete Menschen wissen aus tiefster Überzeugung, dass der Tod nicht das Ende ist. Er beendet nicht das Leben der Verstorbenen, sondern führt sie nur über in ein neues. Er beendet aber auch nicht unsere Beziehung zu ihnen. Er befördert diese auf den nächsthöheren Level. Wir trauern streng genommen nicht dem Menschen nach, sondern unserem Leben mit ihm. Gelingt es uns aber, diese Zäsur des Sterbens lediglich wie das Umblättern zu einem neuen Kapitel zu betrachten, muss uns Trauer nicht mehr innerlich zerreißen. Einige Möglichkeiten, wie es uns gelingen kann, die Verbindung zu unseren geliebten Verstorbenen aufrechtzuerhalten, möchten wir dir in unserem heutigen Podcast vorstellen. Nummer 1. Werdet Brieffreunde. Das Schreiben hat eine heilsame und therapeutische Funktion. Gerade in Phasen der Trauer kann uns das Festhalten unserer Gedanken auf Papier eine große Hilfe sein. Wenn du mit deinen geliebten Verstorbenen in Kontakt bleiben möchtest, ist die Kunst des Briefeschreibens eine hervorragende Möglichkeit. Stell dir vor, wie sie oder er deine Zeilen liest. Welche Reaktionen lösen sie aus? Welche Antwort würdest du erhalten? Du wirst schon bald feststellen, dass dir diese Übung einiges an Schmerz nimmt und dir gleichzeitig einen neuen Draht zu diesem Menschen ermöglicht. Nummer 2. Grabpflege ist Beziehungspflege. Es hat gute Gründe, warum wir Menschen eine regelrechte Friedhofskultur entwickelt haben. Wir brauchen einen fixen Ort, der nur dem Gedenken an unsere Lieben gewidmet ist. Menschen sind nun einmal visuelle Wesen. Das bloße Denken an Verstorbene oder Ausleben von Gefühlen reicht uns nicht als Erinnerung. An ihren Gräbern fühlen wir uns ihnen nahe. Wir können ihnen sogar noch den einen oder anderen Liebesdienst erweisen, indem wir frische Blumen bringen, Kerzen entzünden als Symbol des ewigen Lebens und das Unkraut fernhalten. Solche einfachen Rituale halten das Band zwischen ihnen und uns aufrecht, selbst wenn wir nun in 2 verschiedenen Dimensionen leben. Nummer 3. Bleibt im Gespräch. Es hat nichts mit dem Abstürzen in tiefe Trauer oder einem Nervenzusammenbruch zu tun, wenn wir weiterhin mit unseren Verstorbenen das Gespräch suchen. Wer spirituell nicht ganz unempfänglich ist, weiß, dass sie uns hören können. Wir wiederum müssen nur in uns hineinhören, um ihre Antworten zu empfangen. Unsere innere Stimme klingt manchmal sogar genauso wie unsere Verblichenen. Such ruhig Tat und Trost bei ihnen. Erzähl deinen Lieben, wie dein Tag war und was sie alles verpassen auf dieser Welt oder auch nicht. Reden hilft und geduldigere Zuhörer als liebe Verstorbene werden wir kaum finden. Nummer 4. Bring etwas zu Ende, was sie nicht mehr konnten. Vieles muss unerledigt bleiben, wenn wir plötzlich aus dieser Welt abberufen werden. Wenn es Projekte gibt, die deine Liebsten zu ihren Lebzeiten nicht mehr beenden konnten, mach du das für sie. Unterstütze ihre karitativen Organisationen weiterhin, kümmere dich um ihren Garten oder vervollständige ein Fotoalbum, Puzzle oder Bild, an welchem sie bis zum Schluss noch gebastelt haben. Waren sie kreative Köpfe, stelle ihre Werke aus oder einem guten Zweck zur Verfügung. Immer, wenn du stellvertretend für sie handelst, sind sie bei dir. Nummer 5. Gestalte dein Leben in ihrem Sinn. Wir können unseren Liebsten besonders nahe sein, indem wir ihre Lebenslinien nachzeichnen. Waren sie begeisterte Reisende, Segler oder Tierliebhaber, lohnt es sich, ihren Spuren zu folgen. Nähe entsteht bevorzugt durch Gemeinsamkeiten. Indem du möglichst viele davon auch nach ihrem Tod in deinem Leben behältst, bleiben deine Verstorbenen in deinem Herzen. Nummer 6. Lass sie mit dabei sein. Besonders schmerzlich vermissen wir unsere Lieben, wenn es Grund zum Feiern gibt. Familienfeste, Jubiläen, berufliche Meilensteine oder abgeschlossene Ausbildungen. An diesen Ehrentagen fehlt ein besonderer Mensch immer doppelt.
Es hilft, diesen Umstand nicht auszublenden, im Gegenteil. Sprich ganz offen über diese Person und welche Freude sie an diesem wundervollen Tag wohl mit euch teilen würde. Du wirst sehen, schon bald kursieren viele Anekdoten rund um diesen Menschen und fast jeder kann Erinnerungen an ihn beisteuern. Lasst ihn mit euch am Tisch sitzen. Manche Familien halten sogar einen schön gedeckten Platz an der Tafel für Mitglieder frei, die persönlich nicht mehr anwesend sein können, aber dennoch mitten unter ihnen weilen. Nummer 7. Denk an ihre guten Ratschläge. Gerade in schwierigen Situationen fehlen uns unsere Lieben manchmal ganz besonders. Sie hätten gute Ratschläge auf Lager, so viel steht fest. Doch halt! Wer sagt denn, dass sie das nicht mehr doch tun? Hör einfach in dich hinein und erinnere dich an ähnliche Phasen deines Lebens, als sie noch lebten und dir mit Rat und Tat zur Seite standen. Welche Tipps hatten sie damals für dich? Sei versichert, sie stehen auch heute noch hinter dir und stärken dir den Rücken. Nummer 8. Fotos halten die Erinnerung wach. Du musst keinen Schrein für sie errichten, der einer heiligen Verehrung gleichkommt. Doch ein oder zwei Fotos, die deine verstorbenen Lebensmenschen in ihrem Element zeigen, helfen deiner Erinnerung auf die Sprünge. Du kannst es selbst am besten beurteilen, ob Bilder deine Trauer verstärken oder den Glanz vergangener Tage wieder auferstehen lassen. Fotos sind ein einfacher Weg, unseren Verschiedenen einen Fixplatz in unserem Leben zu sichern. Nummer 9. Suche Plätze auf, die euch verbinden. Wo wart ihr früher glücklich? Welche Ausflüge oder Reisen habt ihr gemeinsam unternommen? Gibt es einen Platz im Wald, am Berg oder eine Stelle am Fluss, die du unmittelbar mit diesem einen Menschen in Verbindung bringst? Geh regelmäßig dorthin. Wie das Grab auch, bieten diese Orte uns wahrhaft magische Gelegenheiten, um uns verstorbenen, geliebten Menschen spontan näher zu fühlen. Nummer 10. Erzähle anderen Menschen von ihnen. Wirklich tot ist bekanntlich nur, wer vergessen wird. Solange unsere Lieben im Gespräch bleiben, sind sie nicht wirklich fort. Manche Menschen bringen es nicht über sich, über Trauer und Verlust zu reden. Wieder anderen hilft jede Unterhaltung enorm, die sich um ihre geliebten Verstorbenen dreht. Es obliegt dir, das zu entscheiden. Mit jedem Mal, wo sie Gesprächsthema sind und für Unterhaltung sorgen oder eine Lebensweisheit beisteuern, wirst du ihre Nähe spüren können. Nummer 11. Mach sie stolz. Vieles müssen wir ohne unsere Lebensmenschen und Mentoren bestreiten, das sie sicher noch gerne miterlebt hätten. Ausbildung, Beruf, das Gründen einer Familie, Kindererziehung und der Mensch, der wir geworden sind. All diese Dinge sind auch nach ihrem Ableben noch von großem Interesse für sie. Lebe jeden Tag so, als ob sie jede deiner Handlungen mitbekommen. Die spirituelle Welt jedenfalls ist überzeugt davon, dass sie das tun. Also mach sie stolz mit allem, was du anpackst. Unser heutiges Fazit: Der Tod als Szenenwechsel. Alle religiösen Weltanschauungen teilen einen Gedanken. Der Tod ist niemals das Ende. Irgendwie geht es danach weiter. Stell dir das Ableben deiner Lieben daher nie als das Ende vor. Wie in einem Theaterstück gehen sie nur vorübergehend von der Bühne ab für einen Szenenwechsel. Wie stark ihre Präsenz weiterhin in unserer Wahrnehmung bleibt, entscheiden wir. Je mehr wir die Erinnerung an sie in Ehren halten, desto lebendiger bleiben sie für uns, auch wenn sie tot sind. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.